Fortsetzung der unelaborierten Aphorismen. Die Eigenenergielust, der eigene Nabelschau innerhalb der bunt vielfältigen Verwobenheit mit allen anderen Partikularen ist also die linke Seite. Während die rechte Seite isolatorisch das Gegenteil beansprucht, als partikulare Eigenbedeutung gegen das Allviele, beziehungsweise die Positionierung hin auf die Veränderungsdezentriertheit à la Lacan ist. Dazwischen im Ternium baut die Batterie ihre Netzspannung auf. Die Argumente sind doppelt verschleiert. Wenn man sich auf der linken Seite vervollständigt und verganzheitlicht, indem man dem eigenen Wohlbefinden Gutes tut, indem man auch für alle anderen Gutes tut und Wohlwollen herbeiruft, ihnen hilft und somit auch das Universum errettet. So betrifft dies auf der rechten Seite nur die umgekehrte Verschleierungsposition, nämlich etwa dem Vorstellungsimperativ, dass man zur Integration des eigenen nur über die Schleifenbahn übers Außen fremd andere zu kommen vermöchte, zum Beispiel der Sprachsymbolisation. Ein Dipol auf der linken Seite wie Wasser und eine exzentrische Ellipsenschleife, ein eierndes Elektron um ein Proton, Protea herum auf der rechten Seite. Und beide dürfen ihre Ausgelenktheit und Determiniertheit durch den inneren Schlotschlund, der sich ihrer gnadenlos bedient, nicht erkennen. Den Weiblichen wird der Freude Trübel gegönnt, damit die Inkubatoren weiter rotieren, was demgegenüber den Rechtsanderen für Erkenntnisjauchzer zugestanden werden an idealtätistischen Heurekas, die durch die Idealidentifikierungen die Lochriskluft zuzuspachteln versuchen. Darüber handeln alle unsere 10.000 Seiten davor. Solche Evidenzjubilationen tragen sich nur alle paar tausend Jahre für ein paar Minuten zu oder aus. Wenn Sie nochmal zurückgehen auf den Dipol auf der linken Seite wie Wasser und eine exzentrische Ellipsenschleife, ein eierndes Elektron um ein Proton herum, auf der rechten Seite ist das eigentlich nichts anderes als ein Atommodell. Im Kern Protea, das aufgebaut ist wie ein Dipol aus Protonen und Neutronen, das also dipolare Seiten hat, und das wird dann umkreist von den Männchen, den Elektronen in ihrer Unschärferelation und ihrer Doppelgeister-Spuk-Eigenschaften oder Zuständen als Elektronenwolke, die sich an den Kern anzuwanzen versucht, aber niemals in das Zentrum hineintreffen kann, sondern je näher es daran kommt, umso mehr abgestoßen wird, dann wieder auf ein paar höhere Bahnen energetisch springt, ihren Seim wieder abseimt, als Photon, als Lichtabwurf, und dann wieder zurückspringt in den alten Dämmerzustand, weiter das umzirkelt, nicht herankommt als Schweifplanet um diesen Mondenkern. Aber das Elektron kann es durchtunneln in einer Zeit, in einer Leerstelle, in einem Loch, an dem es es auch nicht berührt, indem es einen Torus macht, ein Brezel-Universum macht, ein Bagel aus dem Proton macht, um auf der anderen Seite als Jetbeam wieder herauszukommen und aus dem entstandenen schwarzen Loch, aus dieser komprimierten Zusammengeknalltheit, dann wieder neue Atome oder Moleküle zu gebären. Sehr vereinfacht, physikalisch sehr falsch, aber Sie verstehen die Allegorie. Es folgt, manchmal kann man den Eindruck bekommen, wie im Film Sie leben. Die von der Venus herkommenden Amöboid-Hohlkugelwesen scannen einen genau mit jenem Blick ab, wofür diese Zeuglinge, und ohne dass sie was davon ahnten, spezial gezüchtet auf Vorrat gehalten werden,
für Sie als wandelnde Organauffrischungsergänzungsreserve-Lager. Coco Chanel war es, glaube ich, die gesagt hat, im besten Falle sind Männer nur Accessoires, Handtaschen, die herumgetragen werden.